So, dann schauen wir mal, ob der Run was wird. Inka kommt. Ah, die haben sogar den Timer richtig. Was, wann FF14? Ist das hier Final Fantasy? Nee, hab ich ehrlich gesagt nicht vor, dass ich das Spiel. Sag ich dir ganz ehrlich. Also, die haben jetzt gesagt, keine großen Puls wegen Dings. Sie wollen es vorsichtig machen. Aber hier am Anfang schaue ich, dass ich das mitnehme. Also, was haben wir? Wir haben quasi diesen Rage-Shit am Ende. Was, sie ziehen halt Trees und Ding gleichzeitig hier rein? Sind die halt alle sauer? Aber es geht, also ich habe jetzt nicht mal Inka noch an. Der Shami, der rotzt die richtig weg, die Teile. Komm hier, also wenn ich da versuche, die mitzunehmen. Also so krass, wie ich jetzt dachte, dass es vielleicht werden könnte, ist es tatsächlich gar nicht. Das ist zu weit entfernt. Weiß jetzt nicht, ob das ein Overcap war, den Dricken mitzunehmen. Beim Großen nehme ich jetzt mal das Raging runter. Ich hab mir das Raging jetzt mal darauf gebeindet, wo ich mir jetzt den GS hingelegt habe, weil... Also irgendwas muss ich mir langfristig neu überlegen, sage ich euch ganz ehrlich. Weil ich da irgendwie keinen sinnigen Bind habe. Jetzt habe ich hier schon wieder das Add-on, diesen ganzen Mist da rumflacken. Holen wir die mal raus. Krieg ich den. Ich bin außer Reichweite. Ist noch nicht bereit. Das habe ich noch nicht angelegt. Die Rogues, die machen aber. Na gut, das war der große Pull, ne? Das explosive Ding. Den nehmen wir runter. Der Shami hat schon gesagt, dass er da ziemlich drauf fokussiert. Okay, da muss ich jetzt dann doch mal gucken. Wo läuft denn der eine Mob da jetzt gerade rein? Das gefällt mir nicht, dass er den großen pullt. What the? Was hab ich denn jetzt gerade auf den Latz gekriegt? Was war das? Es war alles safe und auf einmal fresse ich halt Damage aus der Hölle. Ich habe kein Ziel. Einer der skrupelloseren Schlundgebundenen. Also theoretisch könntest du den Typen auch mit irgendwelchen Trash zusammenpullen. Der kann ja nicht viel, ne, wenn wir ehrlich sind. Aber ich bin da immer so ein bisschen, na gut, jetzt kriege ich hier aber schon. Komm, ich muss mal... Ich habe gleich wieder Inka für den großen Pull. Dann, weiß nicht, ziehe ich Convocant Boss oder ziehe ich es in die andere Gruppe? Bin so ein bisschen hin und her gerissen. Nee, also ich könnte jetzt einen super duper Megapull machen. Aber die einen meinen... Oder? Achso, ich muss die Ding mitnehmen. Nehmt eure Macht an euch, Schlundgänger. Der Große muss der Alpha. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ist noch nicht bereit.
Komm, wir jagen jetzt hier Convoke rein, dann ziehen wir Inka und dann werde ich langsam die anderen mit dazu nehmen. Kann ich die halbe Inka hier noch reinfeuern? Ich hätte es eigentlich beides pullen können. Das wäre schon ausgegangen. Dann wäre ich auch jetzt hier safer. Jetzt kriege ich hier nur die halbe Inka rein. Okay, die muss ich jetzt wegkicken. Oh, uns ist ein Ding um die Ohren geflogen, ne? Ja, das nehmen wir mal runter hier. Es ist halt immer ein bisschen ätzend, wenn du die Kombi hast, die die Woche ist, dass du quasi Trash Buff hast und dann noch Raging, was den Boss halt dann auch nochmal verstärkt, ne? Der eine schreibt ready, okay, dann können wir den Boss pullen. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann haben die, also der Trash eh schon mehr und dann kriegt der Trash nochmal mehr. Das ist immer so ein Overkill. Aber ich sag mal, so als Druid geht's eigentlich, weil ich ja theoretisch das Raging runternehmen kann, ne? Ich bin jetzt überlegen, der Shami, der kann's, glaube ich. Ah, nee, der andere Druid kann's auch noch runternehmen. Nevermind, ich dachte mir gerade, kannst du ja. Weil irgendwie zwischendrin Mobs, die ich nicht runtergenommen habe, auch nochmal dispelled waren. Da habe ich hier meinen Convoke durchgebracht, habt ihr gesehen? Das hat mir noch ein bisschen Schaden gebracht. Ja gut, die Bosse sind dann nicht so... Also hier sind eigentlich, in der Instanz finde ich, sind eigentlich die Bosse eher so ein bisschen das Schwere. Ne? Aber... wenn nicht Boss-Buff ist, dann geht es eigentlich. Vor allem der nächste ist halt der ätzende. Ah, ich weiß nicht, 10% hätten wir durchziehen können. Jetzt haben wir zwei Orbs nebeneinander. Müsst die Orbs sorgen. Oh, Boys. Also, das darfst du nie machen. Auf dem kurzen Weg zum Tank als DD mitlaufen. Das ist halt eine dumme Idee. Das ist halt eine saudumme Idee. Eigentlich läuft nur der Tank den kurzen Weg, saugt seine sofort, dass Ruhe ist und... Okay, wir haben, glaube ich, ein bisschen was reingeedit. Dann muss ich jetzt hier doch ein bisschen anders das machen. Okay, also die haben echt guten CC dabei. Da kannst du nichts sagen. Habt ihr das gesehen? Mit dem Kicken, was die Eule macht, das ist schon echt gut. Naja, deshalb reingeinkert, da waren wir jetzt 100% safe. Die kamen zu nicht sonderlich viel. Also wenn wir das so machen, könnten wir theoretisch noch wesentlich mehr zusammenpullen. Theoretisch. Theoretisch kann ich auch ihn hier in den großen reinpullen. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Weil das ist... Was macht der Rogue da? Der cleaft nämlich, der Kollege. Und der haut nämlich ziemlich rein. Also da würde ich mich immer dahinter stellen. Ich kann ihn da mal ein bisschen von der Wand wegziehen, dann macht es einen Ticken einfacher. Das Ding ist, das ist der Ranzi-Typ, ne? Und, ja, hier musst du aus einer Void rausgehen, wenn er dich in dem... Ja, seht ihr, das ist one-shotted, der Shami ist in der Void... Also, ganz ehrlich, als Shami-Healer, warum muss er in Melee-Range stehen? Das verstehe ich halt nicht. Also, das tut halt echt nicht Not. Okay, ich muss die Convoke abbrechen, habt ihr gesehen?
derzeit Schmettern gemacht. Und eine Eule habe ich doch ein bisschen weniger. Also ich habe, glaube ich, auch relativ viel Life in der Eule und auch ein bisschen Rüstung, aber nicht so defi wie als Bär. Wenn ich dadurch sterbe, wäre es halt dumm, ne? Deswegen habe ich lieber... Ja, gut, was macht der mir im Bären? Irgendwie 5%, ja? Also, mit gut, das war jetzt mit Active Mitigation, vielleicht ohne, macht er 10 oder so. Im Eule vielleicht dann 20, 30. Ja, ich hätte eigentlich durchziehen können. Da war ich jetzt ein bisschen zu ängstlich, ne? Aber nicht, dass er mich über die Wupper schickt. Und ich kann auch ein bisschen länger an dem Boss dran stehen bleiben, tatsächlich. Nehmt die Macht der Bestie. Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. Ich versuche den da reinzuziehen. Aber es wird auf jeden Fall gut gekickt. Also da kannst du... Die Orbs werden gut gemacht, es wird gut gekickt. Muss ich leider weglaufen. Die anderen haben es gecloaked, ne? Wir haben ziemlich viel CC. Also da kannst du nicht motzen. An Control ist auf jeden Fall viel da. Gekickt wird auch. Ja, also... Die Eule macht sogar auch das Raging runter. Also, kann ich motzen. Ding werden gestellt. Trees. Hier, haben die das? Wir könnten das Ding noch aktivieren. Ich weiß jetzt nicht, warum es nicht macht. Klar, ich hätte da jetzt wesentlich mehr noch reinziehen können, aber... Ich habe Inka ready, ne? Jetzt könnten wir theoretisch... Ach so, die dachten, ich will jetzt alles skippen. Ne, ne, ich will nur die... Oh nein, der Heiler ist an dem Dings verreckt. Ich kann ihn gleich retzen. Nein, er hat released. Ja. Wir kriegen die Dinger nicht tot. Die großen... die konnten nicht rauslaufen. Ich kann die auch ganz in den Rand ziehen. Also der Heiler meint, er konnte die Kette nicht brechen. Wenn die hier stehen und du ganz an den Rand läufst, kannst du sie brechen. Aber ich ziehe sie jetzt in die Ecke. Super, jetzt haben wir die... Also jetzt wollte ich sie nicht adden, weil jetzt habe ich keine CDs mehr. Also vorhin habe ich sie absichtlich geaddet, weil ich Inka und alles ready hatte.
Ich habe halt jetzt gar nichts mehr. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Alles ist wieder tot. Das Problem ist, hier musst du halt von diesen Wirbeln weg. Also mit Inka zusammen überlebe ich das, ne? Aber so ist halt Käse. Jetzt haben sie die halt nochmal dazu geaddet. Also keine Ahnung, jetzt ist der Key. Das ist halt RIP jetzt. Keine Ahnung, das lief bis dahin, lief das relativ gut. Die sind halt nicht so hart, die sind genauso Ding wie hier. Aber das Problem ist, unser Weak Point scheint der Heiler zu sein. Also, du kannst, auch wenn sie in der Mitte stehen, die Ketten brechen. Aber irgendwie hat er das jetzt nicht hingekriegt, die Kette zu brechen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. So weit ist es halt auch nicht, dass du musst jetzt da keine 5 Kilometer laufen. Keine Ahnung. Das war jetzt halt übelst RIP. Hier irgendwie... Jetzt hat er sie angemacht, nachdem wir dreimal... Hier kommen halt diese komischen Wirbel, aber ich finde die jetzt auch nicht so krass schwer eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Man walk jetzt hier rein. Du hast halt hier relativ viele so kleine Orb-Geschichten, ne? Ja, es lassen sie... Also komm, da war ein Wirbel, wenn sich halt die komplette Crew von dem Wirbel wegratzen lässt. Wenn da viele Mobs sind, okay, aber jetzt sind da ja kaum... Jetzt hat sich wieder treffen lassen, der Rogue. Der, es macht halt relativ viel Schaden, ne? Gut, das Tank, wenn ich einen fress, dann geht's tatsächlich. Aber wenn ein Rogue einer frisst, dann ist der fast tot, ne? Vor allem, wenn der halt enraged ist. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Das ist halt jetzt dumm, wir haben jetzt halt 12 Tode in eine Minute plus das Ranlaufen verloren. Keine Ahnung. Also ich hatte Gruppen, da ging das relativ easy, da habe ich die hier rübergezogen mit allen CDs, einfach weggebredelt, ne? Aber ich glaube, wenn ich hier nochmal reinlaufe, ich ziehe die jetzt immer zurück. Keine Ahnung, kein Bock, dass dann wieder Leute Probleme da kriegen. Das ist, glaube ich, tatsächlich dann die bessere Ding. Mal schauen. Also es ist wahrscheinlich jetzt schon RIP, also ob du das dann noch rausholen kannst, wahrscheinlich eher nicht. Dann nehmen wir die Vielseitigkeit. Ich bin außer Reichweite. Die Gefangene ist unten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Kommt, normalerweise mit Inka würde ich jetzt zwei Gruppen zusammenziehen, aber wir spielen jetzt safe. Keine Ahnung, ich jetzt keinen Bock mehr. Hier. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Wie lange haben wir denn jetzt noch? 20 Minuten. Na gut. Wir haben jetzt an Trash die Hälfte. Nee, weil am Ende wird es dann nochmal relativ eklig, ne? Das ist jetzt noch drei Bosse, tatsächlich. Mal gucken, der... Also ohne einen größeren Pull schaffen wir das auf keinen Fall mehr. Und die haben am Anfang schon gesagt, sie wollen am besten nur kleine, dass sie es kontrollieren können mit den Orbs.
Euer Volk ist so. Ist noch nicht bereit. Ich den mal raus. Wahrscheinlich kommt dann die Pat da gleich nochmal reingelaufen. Bleibt sie denn eigentlich? Es ist natürlich blöd, dass er hier den Dings spottet, ne? Weil er dreht ihn dann in die Gruppe rein und das ist dann nicht so nice. Ich muss näher ran. Müssen die Exploding umhauen. Holy moly, ich will die halt hier reinziehen. Das ist zu weit entfernt. Oh boy. Wenn wir die Putt halt hier noch mit reinkriegen. Ist noch nicht bereit. Aber wenigstens, er hat jetzt das Ding angemacht, ne? Also dann kriegen wir wenigstens einen kleinen Prozent-Buff noch. Ich muss immer das Raging runter machen, auch wenn das für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wild ist. Also bis jetzt habe ich noch gar kein Problem gehabt mit dem Raging. Aber, ich sag mal so. Für die Gruppe, die casten ja sehr viel Zeug in die Gruppe, machen irgendwelche Voids, dann machen die halt auch weniger Schaden, ne, wenn das Raging wieder runter ist. Macht dann tatsächlich schon Sinn. The fuck, ich bin einfach bei 13k DPS, bei 4 Mobs oder so. Über 3 Mobs. Hä, wie geht denn das? Ist der Buff so stark? Gut, 15%. Bringen wir den jetzt noch in den Boss mit rein? Gestehen. So oder so. Na, einfach jetzt mal 10k Dips da in den Boss reingekriegt. Schnell rüber. Ihr werdet gestehen. Oh, geh mit dem Kreis da bitte ein bisschen weg. Bleibt er da stehen, jetzt kann ich den Boss nicht weiterziehen. Ja, aber der Boss, der schmilzt. Wir hatten nämlich noch ein bisschen von dem Damage-Buff, ne? Der war gut gestackt. So oder so. Geh doch raus mit der Explo. Holy moly. Aber die Stun des Ed, das macht ziemlich viel aus. Also gut, jetzt hier dürft's wahrscheinlich nicht sonderlich viel Schaden machen. Muss ich gucken, ich cleave ziemlich viel und ich habe keinen Bock, den Käfig da zu adden, ne? Deswegen war ich da jetzt gerade so, dass ich nicht... Weil Hauen mit Ollen Affinity hat so eine riesen Range und ich habe schon öfter da aus den Käfigen Viecher rausgeaddet. Und das ist halt einfach unnötig, wenn du den Fight dazu hast, ne? Deswegen... Also hier ist, geht es schon ähnlich in die Richtung. Wie heißt hier... In BFA dieses komische Gefängnis Tol Dagor oder so. Mein Gott, was ich da durch die Wände geedit habe. Na, einen Beam haben wir auch, okay. Hier verdichtet sich die dunkle Magie des Schlunds. Lasst ihre Quelle versiegen. Also, ich sag mal so.
den da reinzupullen, das ist komplett fein. Das geht eigentlich easy aus. Ich würde es jetzt in der Random-Gruppe selber nicht machen. Weil wenn dann Leute vom Movement verrecken, dann bist du schuld, weil, denn warum ziehst du den da rein? Aber der Rogue hat den jetzt geaddet, aber damit bin ich fein. Find eigentlich eh, ja super, steht er da voll in den Blast drin. Ich finde eigentlich eh, dass das eigentlich gar kein Stress ist, weil die Bosse, die können jetzt nicht so viel tatsächlich. Also diese Mini-Bosse, der ist ein bisschen eklig, weil er halt dich slowt, wenn du da viel aus irgendwas anderem nur rausmoven musst, ist blöd. Und wenn Feuertypen, gut, den da wolltest du halt alles zu, wenn du in einem engen Raum bist, dann musstest du dir halt überlegen, ne? Der andere, gut, der Vier-Typ, da musst du nur zusammenstehen, das ist eigentlich gar kein Stress. Nehmt nun ihre Macht an euch. Wie könnt ihr es wagen, meine Forschung zu stören? Ist mich nicht bereit. Schnell in die Bärengestalt gehen. Okay, ich habe zwei an. Warte mal, ich nehme mal den noch mit. Aber. Also, ich brauche als Tank nur zwei, aber die anderen haben irgendwie keine Anstalten gemacht, da noch weiterzulaufen. Deswegen habe ich mir die noch mitgenommen. Theoretisch, das Tank brauche ich zwei. Das reicht eigentlich. Alle anderen kann ich den anderen lassen. Na gut, das hat mir jetzt schon ordentlich runtergehauen. Dafür, dass nur Trash Buff ist. Wie haben wir denn? Wir haben noch 13 Minuten. Wenn der Boss um ist, haben wir vielleicht nur 11. Oder, ja, vielleicht 12 eher. Lass jetzt mal dem Rogue hier. Ich habe zwei. Wie viel hat der Rogue? Warum liegen denn da in Midi-Range noch welche? Also, komm, das kann ich mir nicht erklären. Der eine wäre fast weggerippt, ne? Die nächsten nehmen sie wieder nicht. Komm, da ziehe ich jetzt mal eine Wall. Das hat mich vorhin schon übelst weggeratzt hier. Was für dunkler Unheilstein. Ich muss ehrlich gestehen. Halt, habe ich das jetzt nicht aufgesammelt? Zweimal bin ich durchgelaufen. Hütet euch. Mir fehlt jetzt nur noch ein einziges. Macht das jetzt Sinn, hier während der Movement-Phase die Toybox aufzumachen? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich sterbe, bist du schuld. Warte, welches fehlt mir denn jetzt noch? Ja, das, was du meinst, habe ich anscheinend. Mir fehlt jetzt hier das eine noch, ne? Das kriegt man aus Torgast. Achso, warte mal, ich muss das Ding hier nehmen. Hier in Kamera jetzt rein. Also das mit den Trees ist immer gut gemeint, aber ich bin komplett voll, hab ein Schild drauf und er zieht halt die Trees, weißt du? Also ich bin mir bei so Eulen immer nicht sicher. Ziehen die dann die Trees offensiv oder haben die da einfach kein so ein Auge drauf? Weil die Trees sind so ein starkes Tool, also wirklich. Die sind richtig, richtig stark. Ist eine super Sache, diese Trees, aber ich sehe das so oft, du hast Eulen da. Die ziehen sie auch, was wunderbar ist, haben die mitgeskillt, aber ziehen sie halt dann, ist er jetzt in die Falle reingelaufen, der Rogue. Ach komm, hast du doch gesehen, dass da eine Falle liegt. Das ist ein Necro-Ding geprockt. Den blutigen Tiefen kann niemand entkommen. Die werden jetzt happig, die Mobs. Auch ihr nicht. Ist noch nicht bereit. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir das Ganze hier in das Eck reindingsen. Also ein Laser ist jetzt darüber gegangen. Ich versuche jetzt erstmal die Laser alle so ein bisschen hier. Lauf, kleines Mädchen. Warte mal jetzt. Achso, die Ketten haben wir drauf. Muss ich die Kette einmal breaken? Der Rogue muss da weg. Ah, boah, ich. Bin ich halt in einem Laser-Kack drin. Okay. Kann ich es ein bisschen hinterziehen. Jetzt hat er halt die Trees gezogen. Ich krieg den da nicht raus. Komm raus da.
Ja, der Tree hat den Mob jetzt da in die Laser gespawnt. Der Rogue dachte sich, ich will Damage machen. Ich gehe da nicht raus. Das ist zu weit entfernt. Ist halt für Melee ein bisschen kacke, weil der Typ klifft halt nach vorne, ne? Aber solange der Laserhans wurscht da ist, muss ich den halt immer weiter moven. Okay, der Heiler sollte recken. 9 Minuten, ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Okay. Weil der Heiler kann hier nicht komplett nicht recken in der ganzen Phase. Deswegen habe ich geschrieben, er soll sich jetzt nochmal hinhocken. Und das wird halt richtig ätzen mit Explosives. Ich habe leider noch beides nicht ready. Oh boy, der stand nicht in der Kuppel drin. Mach das Ding an. Achso, jetzt an, oder? Oh oh, die kriegen es jetzt nicht mehr. Kriegen die Explosives nicht mehr down. Aber ich kann leider nicht alle Explosives töten. Müssten wir einige Stacks haben, ja. War jetzt ein bisschen dangerous, dass ich die zusammengepullt habe, aber ich wollte hier die ganzen Stacks holen. Weil dann kannst du ordentlich reinwemsen die nächste Zeit. Ihr seid doch nur Dravens Lakaien! Weiß nicht, vielleicht reicht's sogar noch. Wie viel Trash-Mob sind denn das jetzt noch? Das sind jetzt, glaube ich, noch ein großes und dann so ein mittleres Pack. Dann der Boss. Sehr gut. Was brauchen wir für den Boss? Vielleicht 2,5, hätte ich jetzt mal gesagt, mit HT. Für das große Pack vielleicht nochmal eine Minute. Obwohl, das ist wahrscheinlich länger. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich habe leider noch keine Inke oder irgendwas. Ich muss näher ran. Jetzt könnte ich rein inkern. Oder komm, ich hau erst die Convoke durch. Die jetzt Inka. Einmal kann ich sie dann nämlich noch reinhauen. Ich laufe jetzt weiter mit den Kackviechern. Kann ich nämlich bringen noch ein bisschen was von der Inka hier in die große Gruppe rein. Wisst ihr was, ich laufe absichtlich in die Falle rein. Ich habe nämlich volle Inka-Absorption gesehen. Die Falle konnte ich einfach wegsaugen. Dann rennt mir der Kack-Rogue da nicht wieder rein und gut ist. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht, dass der jetzt schlecht wäre oder so, aber
dann passiert das einfach nicht. Wenn ich eh ein Schild habe, das ich nicht brauche, dann kann ich die wegsoaken. Ja, also wenn wir jetzt den Bosskampf nicht verkacken, dann wird sogar noch In-Time. Das wundert mich. Wir haben bei dem einen Pull so einen Scheiß gespielt. Okay, da ist jetzt alles vollgevoidet, da kommen jetzt die Rogues gar nicht mehr ran. Er schreibt ready. Okay, auf geht's. Ich habe leider noch keine Convoke. Don't need Mana hier. Ja gut, das werden wir sehen, ne? Also es sollte jetzt eigentlich passen, wenn wir jetzt nicht hart verkacken. Dann sollte das eigentlich ausgehen. Da wird's halt bloß, also das Einzige, was uns jetzt halt so richtig vipen kann, ist, wenn ich Schild verkack, ne? Aber ich weiß ja eigentlich, was ich tue, von dem her. Fuck, ich muss da raus. Normalerweise sollte ich jetzt in die Eulengestalt gehen und komm, wir machen das jetzt einfach. Es geht, ich hab Woll gezogen, ne? Ich bin relativ voll. Es geht easy. Also wenn ich Woll ziehe und Convoke, das heilt mich ja auch noch krass, ne? Bin ich eigentlich in der Zeit fast defensiver, als wenn ich im Bären bleiben würde. Ja, du! Was soll ich sagen? Ich weiß eigentlich, was ich tue, ne? Nee. Zumindest so zur meisten Zeit. Aber nice, das war sogar plus 7 Punkte. Naja. Warum kann ich das noch so? Der hat Schuhe gekriegt mit Vermeidung. Wie kann ich jetzt mein Key rerollen? Ich lebe, um zu dienen, Schlundgänger. Da habe ich einen Hallen der Sühne 18 bekommen. Die wollen den Mists 19er machen. Okay, lass das machen, das ist doch gut. Ein 19er Mists könnte ich wahrscheinlich brauchen, oder? Haben wir denn... Ich habe einen 18... Ja gut, ich habe einen 18er Mists, aber den habe ich halt nicht getimed. Der eine Schulter. Tempo Mastery. Ich habe die gleichen. Ich habe halt einfach die gleichen Schultern. Okay. Ja, dann mache ich halt mit dem noch 19. Ist doch schön, wenn wir das trotzdem noch in Time geschafft haben.